Freitagskrimi. Das ist ja ein Ding. Herr Zaun ist sich sicher, dass sich jemand in sein Haus eingeschlichen hat. Aber wer kann das nur gewesen sein? Lies die Tipps und frage die vier Beteiligten. Ja, wer kann das nur gewesen sein? Hallo, ich bin Jens der Christ und wir haben hier wieder keine Tipps und wir haben heute Donnerstag und ich kriege auch keine Tipps, also müssen wir es raten. Übrigens, es kann sein, dass ich dieses Video auch auf YouTube hochlade. Und für alle, die das jetzt hier auf YouTube sehen, hallo, ich bin Jens der Christ. Und ja, vielleicht kommen hier noch weitere Videos von Freitagskrimi. Ansonsten findest du bei YouTube da eine Playliste. Dann fragen wir doch erstmal Herr Zaun, vielleicht erfahren wir ja noch weitere vier Beteiligte. Hey Cortana, frage Herr Zaun. Jetzt reicht's aber. Seit längerer Zeit schon schleicht sich mein Nachbar in mein Haus. Aber gestern hat er von meinem Geburtstagskuchen gegessen. Das geht wirklich zu weit. Ja, das geht wirklich zu weit. Also der Nachbar war es. Das wissen wir jetzt schon. Können wir eigentlich beenden? Hey Cortana, frage den Nachbarn. Ich bin auf jeden Fall nicht bei den Nachbarn eingebrochen, falls Sie das meinen. Aber fragen Sie mal Frau Zaun. Die war gestern den ganzen Tag weg. Ihr Auto stand nicht in der Einfahrt. Würde gerne wissen, was die Geheimnisvolles treibt. Naja, das Problem war ja, dass jemand eingebrochen ist und nicht, dass jemand weg war. Naja, aber wir können auch mal Frau Zaun fragen. Hey Cortana! Hey Cortana! Frage Frau Zaun! Dieser Nachbarschaftsstreit eskaliert langsam. Wissen Sie, mein Mann wurde fast von einem Baum erschlagen, der vom Nachbargrundstück in unseren Garten fiel. Und dann hat ihn noch fast der Nachbarshund zerfleischt. Und jetzt will er es dem Nachbarn eben heimzahlen. Ja, und wieso klaut er dann den Kuchen? War das der Mann dann? Hey Cortana, Herr Zaun war es. Leider falsch. Ein Tipp, es war keine der befragten Personen. Achso. Aber wer dann? Ja, es gibt vier befragte Personen, drei habe ich auch befragt. Aber es war auch keiner der befragten Personen, also anscheinend wissen wir eine Person nicht und dann auf die komme ich auch nicht. Welche das sein könnte, aber es gab noch einen Baum. Hey Cortana, der Baum war es. Okay, hey Cortana, frage den Baum. Da gab es auch noch einen Hund. Hey Cortana, frage den Hund. Der Hund möchte sich zu der Sache nicht äußern. Nicht? Ach so. Hey Cortana, wie macht der Hund? Ja. Genau. Und ihr habt's gehört, der Hund hat hier gestanden. Also der Hund hat gesagt, dass er es war. Aber wir können ja mal sagen, dass der Nachbar es war. Obwohl der Hund hier schon gestanden hat. Hey Cortana, der Nachbar war es. Leider falsch. Ein Tipp, es war keine der befragten Personen. Ja, das aber wer dann? Ja, das wird sie jetzt wohl immer sagen. Und ich weiß nicht, welche der vier befragten Personen es noch sein kann. Also wir wissen ja, der Hund war es, der hat ja eben gestanden. Hey Cortana, Freitagskrimi. 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 Hey Cortana. Cortana hat keine Lust mehr. Was machst du? Hey Cortana! Freitagskrimi! Das ist ja ein Ding. Herr Zaun ist sich sicher, dass sich jemand in sein Haus eingeschlichen hat. Aber wer kann das nur gewesen sein? Lies die Tipps und frage die vier Beteiligten. Tja, wer kann das nur gewesen sein? Welche vier Beteiligten könnten das denn gewesen sein? Welche vier Personen könnten wir denn fragen? Also Herr Zaun, Frau Zaun. Die Nachbarin. Vielleicht. Aber die... Naja. Hey Cortana! Frage die Nachbarin. Ich bin auf jeden Fall nicht bei den Nachbarn eingebrochen, falls Sie das meinen. Aber fragen Sie mal Frau Zaun. Die war gestern den ganzen Tag weg.
Ihr Auto stand nicht in der Einfahrt. Würde gerne wissen, was die Geheimnisvolles treibt. Ja, der Nachbar oder... Ach, wer könnte denn noch da sein? Hey Cortana! Hey Cortana! Frage den Freund! Naja, gibt es alles nicht. Okay, wir kommen wahrscheinlich auf die Lösung, wer der vierte Mann oder die vierte Person ist, wenn es die überhaupt gibt. Wir sagen mal, dass es der Hund war. Hey Cortana! Der Hund war es. Sehr gut. Der Hund des Nachbarn war es. Frau Zaun erwähnt ihn beiläufig. Der Hund war nicht groß genug, um von der Kamera erfasst zu werden. Er schlich sich in die Küche und fraß vom Kuchen. Also wissen wir immerhin, dass es da auch noch eine Kamera gibt. Und wer uns diesen Hinweis mit der Kamera gesagt hat, das ist ein Geheimnis. Hey Cortana! Frage den Polizisten. Hey Cortana! Frage den Sicherheitsbeamten. Freund hatten wir schon? Wer konnte das noch sein? Zaun. Ich komme nicht drauf. Hey Cortana! Erzähle einen Hundewitz. Na, diese Art von Witzen kann sie nicht, aber Katzenwitze. Hey Cortana! Erzähl mir etwas Lustiges über Hunde. Hey Cortana! Erzähl mir etwas über Hunde. Hunde nehmen weniger Farben wahr als Menschen. Aber es ist ein Mythos, dass sie nur schwarz-weiß sehen. Ja. Ja, zu Hunden habe ich auch schon mal was gemacht, aber... Tja. Also, wir brechen jetzt hier dieses Video ab, würde ich mal sagen. Ist, glaube ich, auch schon lang genug. Und vielleicht kommt es ja auf YouTube. Ich weiß es noch nicht. Den Link werdet ihr vielleicht hier auch sehen. Vielleicht lade ich es sogar früher als auf YouTube hoch, beziehungsweise... Ich lade es ungefähr gleichzeitig hoch, aber auf YouTube wird es dann schon veröffentlicht. Vielleicht mache ich es so. Und nächstes Mal vielleicht ein bisschen früher wieder der Freitagskrimi, wo ich den spiele. Und dann haben wir vielleicht auch wieder Tipps und mal gucken. Ich wünsche euch jetzt noch Gottes Segen.